Wir waren jetzt bei dem Thema, wie wähle ich aus, wenn ich da 70 Essenzen habe, was ist die, die jetzt für mich passt? Weil das ist so dieses Thema, was passt jetzt? Oder ich kann auch noch mehr einschränken und sagen, was passt für dieses Thema oder diese Situation? Ich kann generell fragen, was brauche ich jetzt? Oder ich kann sagen, mich heute Mittag ein Gespräch hatte, eigentlich hätte ich jetzt gerne wieder eine neue Partnerschaft und dafür kann ich dann eine Essenz ziehen, die mich unterstützt, das Alte loszulassen, die Blockaden zu öffnen und auch die Energie rauszugeben, damit jemand, der zu mir passt, in Resonanz geht. Oder eben, ich arbeite zu viel, was unterstützt mich da, die Balance zu finden? Das heißt, die Frage macht was und es macht, wie ich heute Morgen auch schon erklärt, einen Unterschied, ob ich sage, was unterstützt mich und ich bin jemand, der liebt es sehr intensiv, oder wenn ich ganz bewusst sage, was unterstützt mich auf eine angenehme Weise, dann wird es meistens sanfter. Ein Beispiel dazu von einer Bekannten, die hatte nach den Themen ausgewählt und hat gesagt, Lady Nada, das ist mein Thema. Ich gefalle mir nicht, bin zu dick und das passt. Hatte dann eine Karte gezogen und es kam Laoze, innere Ruhe und Gelassenheit. Und hat gesagt, nee, will ich nicht. Lady Nada passt, das ist genau mein Thema. Dann hat sie angefangen mit der Lady Nada zu arbeiten und sie ist eine sehr hübsche Frau. Und ist total in dieses Muster reingerückt, ich kann nichts, alle anderen sind besser, keiner will mich, ich sehe ganz schlecht aus, ich bin zu dick. Und also diese sich nicht wertschätzen. Die Lady Nada hat ja so, ich nehme mich an, so wie ich bin. Und sie hing völlig in ihrem Film drin, merkte aber gleichzeitig, dass ganz viele Männer sich nach ihr umdrehten. Trotzdem war sie in dem Bild, ich bin furchtbar. Und nachher ist ihr dann klar geworden, es ebbte dann nach 3 Wochen ab, dann ging es dann besser. Nachher ist ihr klar geworden, hätte sie zuerst den Laoze genommen mit dem Thema, es ist wie es ist, wäre sie mit all den Blockaden, die da hochgekommen sind, in der Gelassenheit gewesen, hätte gesagt, naja gut, wenn ich zu dick bin, bin ich halt zu dick. Entweder ich ändere was dran oder ich akzeptiere es. Aber jammern ist auch kein Weg. Dann wäre sie damit ruhig gewesen. Und das ist, warum ich nicht nach Themen auswähle, sondern entweder intuitiv oder eben über Kartenset oder Testverfahren, weil ich damit A, den sanfteren Weg wählen kann und B, natürlich auch meine blinden Flecken nicht im Weg habe. Weil wenn ich partout nicht sehen will, dass Maria mein Thema ist, weil dahinter vielleicht auch noch steht, sonst werde ich ja nicht mehr gebraucht und dann bin ich überflüssig, dann wähle ich Maria nicht. Nö, das Thema habe ich nicht. Und deswegen finde ich Testverfahren wesentlich besser, eben Elektroakupunktur nach voll, Muskeltest in der Kinesiologie, Biotensor, Pendel, intuitiv. Und eine Bekannte von mir macht es so, wenn sie mit Menschen am Telefon ist, die sie unterstützen will mit einer Essenz, die sagt, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 78. Ich glaube, wir haben mittlerweile 78. Und dann kommt genau die Zahl, die passt. Ich meine, wenn man die Essenzen kennt, wird es ein bisschen schwierig, weil dann schon wieder der Verstand im Weg ist. Aber wenn man nicht weiß, welche Zahl dahinter steht, kann man das mit fremden Leuten durchaus so machen, zu sagen, sag mir eine Zahl. Und dann kommt aus dem Unbewussten genau die passende Antwort. Und das ist auch was Auswahlverfahren wie Kartenset, wo ich später auch nochmal drauf eingehe, machen. Das ist nicht, das wissen Sie aber, dass ich zufällig diese Karte ziehe, sondern unbewusst lenkt mein Unbewusstes mich und ich ziehe genau die Karte, die für diese Situation jetzt richtig ist. Und witzigerweise oder auch nicht witzigerweise geht das im Internet hervorragend. Ja. Oder eben auch über dieses App, was man aufs Handy laden kann, weil ich von der Erklärung her denke, dass diese feinstoffliche Schwingung und meine Gedanken und mein energetischer Zustand
noch leichter sich aufeinander einstimmen und eben dementsprechend den elektrischen Impuls geben, dass die Karte oder die Mitteilung kommt, wie wenn ich eine Karte ziehe und über den Körper gehe. Deswegen empfehle ich, dass man intuitiv oder eben über Testverfahren geht. Kartenset werde ich nachher noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Anwendung. Bei den Tinkturen, die keinen Duft haben, kann ich die auf die Handfläche sprühen und in die Aura verteilen. Ich kann sie auf Körperstellen sprühen, wo ich sie brauche. Universelle Stellen sind der Puls am Handgelenk oder auch hier hinten, siebter Halswirbel. Das sind Stellen, wo sehr viele Energiebahnen durchfließen. Und wenn der energetische Impuls hier auftrifft, verteilt er sich durch das gesamte Energiesystem in den gesamten Körper. Ich kann natürlich auch alle Essenzen ins Badewasser geben. Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit. Die Öle äußerlich anwenden, wieder Puls, siebter Halswirbel, auf die Hände geben, in die Aura fächeln. Was auch gut ist bei den ätherischen Ölen, also wenn ätherische Öle drin sind, auch nochmal dran riechen, weil es dann natürlich über die Nase direkt auch wieder ins Gehirn geht und auch der energetische Impuls im Gehirn was macht. Perle und Goldwasser auch äußerlich. Goldwasser kann man auch in die Mundhöhle geben. Bei der Perlenessenz sind halt diese Stabilisatoren drin, die zwar nicht giftig sind, aber die scheußlich schmecken. Und beim Rosenwasser, das nehme ich zusätzlich zu dem, dass ich es sprühe, auch in die Handflächen wie normales Gesichtswasser und gebe es im Gesicht. Morgens und abends mache ich das immer.